Es passt in dieses Corona-Jahr, dass das Nobelkomitee heute die Grundlagenforschung zur Bekämpfung einer der gefährlichsten Viruskrankheiten weltweit ausgezeichnet hat, den Kampf gegen Hepatitis C. Der Nobelpreis für Medizin 2020 geht in diesem Jahr in gleichen Teilen an Harvey Alter, Michael Horton und Charles M. Rice. Harvey J. Alter, Michael Horton und Charles M. Rice. Der US-Wissenschaftler Harvey Alter war der Erste, der Ende der 70er Jahre herausfand, dass es neben Hepatitis vom Typ A und B noch eine weitere Form geben musste, die vor allem durch Bluttransfusion übertragen wurde. Dem Briten Michael Horton gelang es 10 Jahre später, die DNA des neuen Virus vom Typ C zu isolieren. Und Charles Rice, ein US-Wissenschaftler, war es schließlich, der nachweisen konnte, dass das neue Virus tatsächlich Hepatitis auslöst. Nach der Entdeckung konnte man alle Blutspender untersuchen und die Virusträger aussortieren. Man konnte auch Behandlungsmethoden entwickeln, die dazu geführt haben, das Virus erfolgreich zu bekämpfen. Nach Schätzungen der WHO gibt es nach wie vor mehr als 70 Millionen Hepatitis C-Fälle weltweit. Rund 400.000 Menschen sterben daran. Ein zugelassener Impfstoff fehlt aber noch immer. Uwe Gradwohl aus der SWR-Wissenschaftsredaktion in Baden-Baden. Können Sie noch mal beschreiben, was für eine Krankheit Hepatitis C ist? Also es ist eine durchaus heimtückische Erkrankung. Das Virus ist im Blut, wird über Blut übertragen, aber es kann sich dort dann auch 10, 20, 30 Jahre lang zu schaffen machen, und zwar in der Leber. Es löst eben eine Leberentzündung, eine Hepatitis aus, und das bekommt man nicht mal lange Zeit nicht mal mit. Es ist weitgehend symptomfrei, aber es führt letztendlich zum Abbau des Lebergewebes, zu einer Leberzirrhose, auch zu Leberkrebs, und ist daher eben potenziell tödlich, also sehr heimtückisch. Und nicht nur die Krankheit war schwer zu entdecken, auch das Virus selbst hat sich lange einer Entdeckung entzogen. Warum? Nun ja, die Entdeckungsgeschichte ist eine sehr besondere. Man hat zunächst mal gesehen, vor 70 Jahren, als man anfing, häufiger Bluttransfusionen zu geben, dass Menschen, die Blut bekommen hatten, die gespendetes Blut bekommen hatten, dass die oftmals an einer Leberentzündung, einer Hepatitis erkrankt sind. Und dann hat man geguckt, woran liegt das? Und was hat man gefunden? Das Hepatitis B-Virus. Und diese Entdeckung bekam auch einen Nobelpreis in den 70er Jahren. Und man dachte sich, jetzt kann man all die verseuchten, schlechten Blutkonserven aussortieren. Und damit hat man dann auch diese Krankheitsbilder nicht mehr. Aber das Krankheitsbild ist weiterhin aufgetreten. Es gab weiterhin Hepatitis-Fälle durch irgendwas, was da im Blut sein musste. Aber was da drin ist, das war eben lange Zeit überhaupt nicht klar. Und der erste der Preisträger, Professor Alter, der arbeitet in der Blutbank, und der hat eigentlich alles dann ausgeschlossen, was irgendwie nicht Virus sein konnte. Er hat zunächst mal alle Tests gemacht, die man auf andere Viren machen konnte, und hat gesehen, da ist kein Virus drin, das man kennt. Und er hat Krankheitsbilder von einzelnen Personen verfolgt, deren Krankheitsverlauf verfolgt, und war sich dann sicher, es kann eigentlich nur ein Virus sein. Und der zweite Preisträger, Professor Horton, der hat dann letztendlich diese DNA aus dem Blut von Schimpansen herausgefiltert mit einem neuen molekularbiologischen Verfahren. Man hatte die Schimpansen infiziert. Er hat es dann geschafft, aus vielen Bruchstücken, die da an DNA in dem Blut drin sind, das Richtige rauszufiltern. Dann hatte man diese Virus-DNA, und dann brauchte es noch den letzten, Professor Rice, der dann klar gezeigt hat, es ist dieses Virus alleine verantwortlich. Es gibt noch keinen Mittäter. Es gibt kein zweites Virus oder noch einen anderen Grund für Hepatitis C. Es ist dieses eine Virus, das das alles auslöst. Und damit konnte man dann auch anfangen, über Behandlungen, über Medikamente nachzudenken. Nun liegen diese Forschungen ja schon lange zurück. Warum gibt es den Preis erst heute? Ja, das Komitee hat es heute direkt auch erläutert in der Pressekonferenz. Es ist schlichtweg so, die ganze Arbeit, bis man das Virus hatte, dauerte auch schon 20 Jahre, von so 1978 bis 1997. Und dann brauchte es nochmal 17 Jahre bis 2014, bis man tatsächlich ein Medikament hatte. Und das wollte eben das Nobelkomitee erst noch abwarten, ob es auch ein Medikament gibt. Denn Alfred Nobel hat ja festgelegt, man soll den Preis für die Taten vergeben, die der Menschheit den größten Nutzen bringen. Und wenn man die Krankheit dann eben auch noch bekämpfen kann und eindämmen kann, dann ist es ein großer Nutzen. Und das ist erst seit wenigen Jahren der Fall. Wie weit ist man mit der weltweiten Bekämpfung mit diesem Medikament bei der Verbreitung dieser Krankheit im Augenblick? Ja, man kann die Krankheit sehr gut behandeln. Also mit den antiviralen Medikamenten, die man hat, ist es tatsächlich so,
dass 95% der Menschen, die Hepatitis C haben, die sich infiziert haben, dass die erfolgreich behandelt werden können. Das ist natürlich schon mal ein ganz toller Wert. Das Problem dabei ist, dass diese Medikamente relativ teuer sind. Das sind Tabletten, die man nehmen muss. Und eine so eine Tablette kann mehrere hundert Dollar kosten. Man muss jeden Tag eine nehmen, über mehrere Wochen, Monate hinweg. Dann kommen Behandlungskosten von mehreren tausend Dollar zusammen. Das ist in entwickelten Ländern zunächst mal nicht so ein Problem. Auch diese Gesundheitssysteme werden durch solche Kosten unter Umständen ganz schön belastet. Aber in den weniger entwickelten Ländern, da ist es eben ein Problem. Da ist es dann nicht unbedingt möglich, die Behandlung durchzuführen. Und manchmal ist es auch nicht möglich, einfach die Blutkonserven ständig darauf zu testen, ob nicht noch Hepatitis C-Viren drin sind oder nicht. Also von daher gibt es da noch eine gewisse Ungleichheit in der Welt. Aber die Behandlung grundsätzlich, die ist sehr gut mittlerweile möglich. Könnten solche Medikamente auch billiger werden und man damit dann diese Krankheit grundsätzlich besiegen? Also sie sind schon etwas billiger geworden. Der grundsätzliche Sieg über das Hepatitis-Virus C wäre natürlich, wenn es gelingen würde, dieses Virus wieder komplett aus der Welt zu schaffen. Man hat mal sich das Genom angeguckt. Es verändert sich nicht so schnell, dieses Virus, Gott sei Dank. Man muss nicht ständig ein neues Medikament entwickeln. Und man kann auch sehen, dass über die langsame Entwicklung weg, kann man dann erkennen, dass es wohl so seit 500 Jahren ungefähr die Menschheit plagt. Seit der Zeit, als die Seeschifffahrt global wurde. Da hat sich das wohl so verbreitet. Und jetzt wäre es schön, wenn man es wieder ausrotten könnte. Und grundsätzlich hätte man alle Mittel dafür. Man muss nur schauen, dass man eben diese Mittel auch weltweit überall in ausreichendem Maße einsetzen kann. Das war Uwe Gradwohl aus unserer Wissenschaftsredaktion aus Baden-Baden. Vielen Dank.